Ein Jahr lang haben sich mittelständische Mutmacher um den Titel Unternehmer der Nation beworben. Heute Abend wird in Berlin der Gewinner getreten. Angekürt waren Firmenchefs, die alle eines gemeinsam hatten, eine gute Fahrradfirma, die sie trotz Schwierigkeiten auch durchsetzten. Im Finale steht heute auch der 28 Jahre alte Nina Lehnhoff, der mit seiner Idee mittlerweile 22 Millionen Euro umsetzt. René Marius Köhler über sein Erfolgsrezept. Er wirkt eher wie Chef von 80 Angestellten, nicht aber wie der junger Mitarbeiter der Firma Internet Stores. Und so sieht sich der 80-jährige René Marius Köhler auch, erzählt er mir, als einer von ihnen. Jeder hat bei ihm recht, das ist sein Erfolgsrezept. Wir sind sehr untereinander, auch leistungsorientiert. Wir diskutieren sehr kontrovers. Bei uns gewinnt die beste Idee, egal ob vom Vorstand oder vom Vorstand. Die 10. Klasse schaffte er, aber selbstständig sein wollte er nicht. Gerade mal 80 Jahre alt begann er, das Fahrradgeschäft seines Vaters auszubauen, mit einer Idee, die zur Zeit passte. Er verkaufte Fahrräder und Fitnessartikel und Fahrräder und Fitnessartikel und Fahrräder und Fitnessartikel und Fahrräder und Fitnessartikel im Internet, rief Fahrpraktikanten.de ins Leben. Während seine Freunde 7 Tage die Woche arbeitete, feierten er Partys 7 Tage die Woche. Anfangs wollten die Kredite keine Banken geben, doch aufgeben, das gab es für ihn nicht. Er hat ein klares Motto. Hey, was ist denn los mit deiner Crew?